Hallo ihr Lieben. Guten Morgen, Servus. Wir melden uns noch vom Campingplatz. Oh, mir fällt fast die Karte. Ich glaube, wir gehen rein, ihr hört uns nicht. Genau, wir gehen rein. Wir wollen euch nur mal zeigen, dass die Sonne scheint, aber es bläst. So ihr Lieben. Oh, ich sehe es. Meine Brille ist schwarz. Ich entschuldige mich dafür. Ich kann nichts dafür. Draußen scheint die Sonne und wir sind wieder rein und die wird gleich wieder hell. Meine ist immer durchsichtig. Ja, ich habe so eine Brille, die sich anpasst und ja, ich brauche keine Sonnenbrille. Ich kann es schon verstehen, wenn jetzt wieder einer sagt, ihr könnt mir nicht in die Augen schauen, aber ich sehe sie. Wackel nicht so. Okay. Also, jetzt fangen wir mal nochmal von vorne an, ordentlich. Gut, ordentlich. Servusle. Wir stehen immer noch am Campingplatz Saunapunkt. Jetzt fiel es mir fast nicht ein, aber es ist sowas von deutsch. kurz vor Tallinn. Ja. Und wir packen zusammen oder haben zusammengepackt und wir haben entschieden, wir nehmen eine andere Fähre, wie ursprünglich geplant. Ja, Planänderung haben wir, glaube ich, letztes Mal schon irgendwo gesagt, gell, dass wir Planänderung haben. Ja. Haben es aber noch nicht verraten. Jetzt verraten wir es? Ja, klar. Okay, ja klar. Oder möchtest du... Nee, ich möchte nicht schwimmen. Wir nehmen die Fähre, aber nicht nach Helsinki, sondern nach Stockholm. Genau, wir sind jetzt über 4 Wochen unterwegs und haben lange hin und her überlegt, ich wollte ja wirklich gerne ans Nordkap in dieser Reise. Ja, letztendlich habe ich dann schon eingesehen, dass uns die Zeit fehlt. Das ist einfach alles zu knapp. Und da hochzuhetzen, nur um da ein Foto zu machen und zu sagen, ich war dort, das macht keinen Sinn. Nee. Wir haben zu viele Baustellen zu Hause und wir müssten jetzt mal so langsam, gemächlich in ja, Richtung... Zumindest Süden. Mal die Richtung einschlagen. Jetzt fahren wir drum, fahren wir jetzt erstmal in den Westen. Genau, wir fahren jetzt quasi quer rüber. Ja. Und die Jule und dann bippert schon. Nach Süden. Die Jule bippert schon. Ja. Weil pünktlich, wenn wir Fähre fahren, kommt der Wind. Das glaubt ihr nicht. Echt, da draußen ist heute ein Wind. So schlimm ist es gar nicht. Doch. Und heute Nachmittag soll er weg sein. Und wir fahren erst heute Abend. Ich musste mir gestern den ganzen Tag anhören. Dahin wird es schon hell. Da kommt schon wieder die Sonne. Und ist es hell geworden? Ja, von 18 bis 19 Uhr. Hat sogar die Sonne geschienen. Hat es aufgehört zu regnen. Ansonsten ist jetzt gleich der Akku leer. Sehe ich auch gerade. Wir sind eigentlich eh fertig. Also bleibt dran. Jetzt geht's erstmal zum Einkaufen und wir brauchen Gas.
So, ihr Lieben, Roland sitzt zwar ein bisschen im Dunkeln, aber vielleicht, ja, so, jetzt. Aber ihr werdet es nicht glauben. Wir stehen, wie ihr da seht, oder vielleicht auch nicht, im Fährhafen, direkt vorm Einchecken. Aber das dauert noch. Die Julie hat mich heute ein wenig gestresst. Weil wir müssen ja noch einkaufen und wir müssen noch Gas kaufen. Ja, und es ging aber alles ganz schnell. Ja. Und jetzt sind wir hier noch nicht einmal, dass wir einchecken können, noch nicht einmal, dass das da steht. Das heißt, wir stehen jetzt vorm Einchecken, um dann einzuchecken, um dann vorm Schiff zu stehen. Ja, aber genau, macht nichts. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist... Naja, was nutzt man? Macht man hier? Das! Ja, macht man was zum Essen? Roland hat die Heißluftfritteuse angeschmissen und sich mit der Pommes gemacht. Nachdem wir ja das Gas abschalten müssen. Ja. Und ich nicht auf Lithium umschalten kann, weil 20 Stunden auf Schweden haben wir es gemacht, da waren wir nach 6 Stunden bei 64%. Das heißt, so lange hält der Kühlschrank nicht. Und ob dann das Gefrierfach so lange hält oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, weil ich habe die Pommes jetzt gegessen. Und jetzt im Gefrierfach bloß noch Gemüse. Und wenn das Gemüse auftaut, dann essen wir das halt morgen. So. So. Eis haben wir halt ganz Kraft. Ja, ich habe kein Eis gekriegt. Naja, aber das erst in Schweden wieder. Wäre vielleicht geschmolzen. Okay, dann aber die Pommes in der Heißluftfritteuse, das ist ein Wort, Heißluftfritteuse. Du bist finster. Ich könnte sagen Airflyer, ja, das fällt mir leichter. Im Airflyer funktioniert nur einwandfrei. Weil irgendeiner hat geschrieben, als ihm sind es nichts geworden. Das ist echt spitze, ja. Kurz an, fertig, vorheizen und dann. Zacki wacki. So, jetzt warten wir mal weiter. Genau, wir melden uns wieder. So, ich glaube, da läuft gerade unsere Fähre ein. Wir sind ein bisschen sehr früh dran. Da sind wir wieder. Ja. Also, wir fahren ja mit der Fähre von Tallinn nach Stockholm. Das haben wir alles online gebucht. Da haben wir auch die Bestätigung bekommen. Und jetzt gibt es natürlich immer zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist, man macht es so wie ich. Ob das jetzt immer richtig ist, will jetzt nicht dahingesagt sein, ne? Aber ich habe gelesen, ich muss zur Fähre nach Stockholm. So, hier sind überall in der Stadt Schilder, wo es zur Fähre nach Stockholm geht. Da steht dann auch drin, Fähre Stockholm, Check-in. Und jetzt sind wir ziemlich früh hier gewesen. Und jetzt sind dann natürlich die ganzen Schiffe erst nach Helsinki abgefahren und ansonsten steht aber hier nichts. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die das Ganze sehr genau nehmen. Die Jule meldet sich schon. Die hat dann irgendwann gelesen, dass man beim Terminal D die Tickets abholen muss. Denke ich mir, ach du Schande. Wir sind dann hier falsch. Wir müssen erstmal unsere Tickets abholen, weil das hatten wir nämlich auch schon mal in Ancona. Da stand es aber auch überall, wo du reingefahren bist, beim Auto immer dran. Okay. Und hier nicht. Gut, es heißt ja deswegen nur lang nichts. Okay, ich habe dann irgendwann gesagt, gut, wir haben ja noch genügend Zeit und bevor wir jetzt hier wirklich falsch stehen, dann fahren wir jetzt zu dem blöden Terminal D. Da geht schon mal los, da hast du überhaupt keinen Parkplatz gefunden. Da habe ich dann am Busparkplatz geparkt, weil ich denke, ich bin ja Bus. Dann waren wir irgendwann am... Also erst mal eigentlich wusste man dann schon, dass wir falsch liegen. Ja, nicht so ganz sicher, aber dann wollte ich einchecken am Terminal. Das hat schon mal gleich gar nicht hingehauen und dann waren wir bei einer freundlichen Dame am Schalter, die uns dann höflich gesagt hat, ihr habt ein Auto dabei? Ja. Ja, dann seid ihr hier verkehrt, hier Fußgänger. Und ihr müsst da und da hin. Und dann hat sie mir auf der Karte gezeigt und dann denke ich mir, jawohl, genau da bin ich gerade hergekommen. Waren wir gerade. Also wir waren richtig. Solltet ihr mit der Fähre von Tallinn entweder nach Helsinki fahren oder nach Stockholm, vertraut den Schildern und da steht halt vorher noch keiner großartig da. Man soll sich 90 Minuten vorher einfinden und das langt auch, weil vorher machen die den Schalter nicht auf und du kommst sowieso nicht rein zum Check-in. Also von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nachher alles safe läuft. Ja, ist immer noch keiner da. Also ja, ich kann verstehen, wenn es Menschen gibt, die immer ein bisschen aufgeregt beim Fährfahren sind. Ich bin es eigentlich nicht. Ich war es auch jetzt nicht, weil... Also da ist ein ganz wichtiges Kriterium und das ist ja, ob du jetzt fliegst, ob du mit dem Zug fährst oder ob du mit dem Schiff fährst, es ist immer dasselbe,
habe genügend Zeit. Sei 2-3 Stunden vorher da, dann kannst du dich orientieren, dann kannst du gucken und dann kannst du dich auch umorientieren und kannst dich noch umgucken. Ja. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir richtig sind und nachher auf die Fähre fahren dürfen. Das zeigen wir euch selbstverständlich und dann pünktlich um 18 Uhr Richtung Stockholm abheben, hätte ich jetzt fast gesagt. Weil am Terminal hat es ausgeschaut wie am Flughafen. Oh ja. Noch viel, ja, noch viel heftiger wie damals in Ancona. Ein Gewusel. Ja. Okay, wir berichten weiter. So, Frau Neumann. Ich analysiere. War das jetzt easy oder war es easy? Ich habe ein Freispiel. Hast du ein Freispiel? Checkboard. Ich habe einen High Van. Bis 4,40 Meter könnten wir hoch sein, sind wir nicht. Vom Aus. Ja, also ein Ticket für die Card, für das Vehikel. Für das Vehikel. Für den Hugo. Eins für die Emma. Ein Pet-Ticket. Und zwei für uns. Ja. Für die Kabine. Das heißt? Also das ging alles ganz zackig am Schalter. Er hat Passport verlangt. Und zack. Komischerweise wieder mal durch. Den Passport von der Emma nicht. Den will immer keiner sehen. Die Emma hat überhaupt keiner interessiert, obwohl der ja jetzt weiß, dass wir einen Hund dabei haben. Ja, deswegen sage ich ja, hätte er eigentlich sagen hat müssen. Hat keiner angeschaut. Tierausweis. Ja, und dann blendet dann nach der Schranke geht dann so ein Licht an, welche Linie. Nummer, welches Gate? Wir haben 19. Und stehen genau vor der Victoria. Der Gate haben wir 3. Line 19. So rum. Gate 3. Das ist das Schiff mit dem. Genau, die Victoria. Ziemlich groß. Ganz schön groß, ja. Und Gott sei Dank zur Freude der Jule, der Wind hat aufgehört und jo. Die Wellen haben keine Schaumkronen mehr. Wird kein Sardinienüberfahrt. Das war, ist echt nett, ja. Wer sich für die Sardinienüberfahrt interessiert, Playlist auf Sardinien gehen, Fähre. Die war nicht lustig, also, boah. Okay. Ja, wir bleiben dran, wir berichten euch weiter, wie es mit der Fähre so hier so geht. Aber es ist alles kein Hexenwerk. Nein. Schlimmstenfalls sitzen hier ja sogar noch Menschen. Ja. Nach Schweden waren wir eigentlich nur am Terminal. Und haben damals. Ja, das hatten wir jetzt heute eigentlich auch erwartet. Deswegen gab das dann so eine kleine Unsicherheit, weil da musste man an so einem Kasten wirklich selber einchecken und alles vorher eingeben. Da musste man dann sogar junge Leute helfen. Und dann kamen die Tickets raus. Ja, und das war jetzt hier, man muss nichts machen. Ja. Okay, wir berichten weiter. So, mit Erschrecken musste die Juli gerade feststellen, dass die Disco genau über unserem Zimmer ist. Also die Wellen und der Wind werden heute ihr kleinstes Problem sein. Ich schätze mal, sie wird heute Nacht auch wieder nicht schlafen, weil wir gleich in die Disco gehen, weil wir sowieso im Zimmer haben. Ist klar, Hundekabinen sind unter der Disco. Was? Naja, Hundekabinen sind. Na, die sind an der schlimmsten Stelle vom Schiff, ist doch logisch. Das ist gemein, den Hunden gegenüber. Ja.
Ist halt so. Aber schau, das Meer ist ruhig. Wir sind oben, da bläst's. Die Jule wackelt. Bewegt sich schön in der Mitte vom Deck. Wieder runter. Boah, stehe ich gerade in meiner Kabine auf, um mal mit der Emma an Deck zu gehen. Und dann sehe ich, wir fahren hier schon durch die Schären. Die Sonne geht auf. Ja, die Sonne ist schon lange aufgegangen. Ihr seht mich noch etwas verwirrt. Guten Morgen, ihr Lieben. Servus von Bord des Schiffes. Ja. Wir sind noch auf der Fähre, aber ihr seht, im Hintergrund ist alles sehr nah. Ja, wir sind quasi schon, wir fahren durch die Schären, es ist super. Ich weiß jetzt gar nicht, es läuft nämlich hier noch Musik, vielleicht kann man das gar nicht hören, was wir sagen. Dann müsste ich es nachvertonen, ansonsten hört es. Ja. Ja, ist echt der Wahnsinn. Ich war gerade mit der Emma nämlich draußen und bin ganz erschrocken, wie ich die Tür aufmache, denke ich mir, hier ist Wald, was ist jetzt los, wo sind wir? Dann habe ich die Jule gleich geweckt und habe gesagt, ich muss gleich mit hochkommen. Ich muss gucken. Ja. Ja, was man hier alles so sieht, wir überholen gerade einen Hubschrauberträger. Habe ich noch nie live gesehen. We'll be right back.
Also allein deswegen hat es sich schon gelohnt. Wir haben heute den 21. mit Sommer. Ich sehe noch gar keine Flacken hier überall. Was ist los? Ah doch, die Flacken hängen. Ihr werdet sie nicht sehen. Los. Die Vorderen sind zum Feiern. Alle Boote mit 2G geschmückt. Heute ist der 21. Schon wieder gestalkt oder was? Gestern so viele Pommes gegessen. Ja, eigentlich wäre es nicht notwendig, aber machen wir mal wieder, solange die Sonne scheint, 100% voll. Hallo ihr Lieben! Servus! Wir melden uns mal wieder. Wir sind ja schon vor einigen Tagen von der Fähre runtergefahren in Stockholm. Genau. Und sind dann gleich weitergefahren. Haben Stockholm sehr schnell verlassen. Ja. Es war gerade Midsommer, also der Tag, an dem das gefeiert wird hier in Schweden. Und wir sind vor einem Schloss gelandet. Ja. Hier wurde auch gefeiert, aber es hielt sich in Grenzen und es war tagsüber schon viel los. Viele Damen mit diesen typischen Blumenkränzen, ja, und weißen Klamotten. Familien, die Picknick gemacht haben. Also schön anzusehen. Ja. War jetzt nicht direkt eine Feier, sondern da hat halt jeder, wie es halt so in Schweden Gruppen eigentlich ist, in der Familie gefeiert. Und man hat dann von der Nachbarort noch Musik gehört. Das ist in der Nähe von Trosa, wo wir hier stehen. Und ja, da waren wir jetzt ein paar Tage, da waren jetzt immer über Nacht so 10, 13 Wohnmobile. Das ist ein Stellplatz, was heißt ein Stellplatz? Das ist ja kein Stellplatz, sondern es ist ein Parkplatz. Hinter uns aber gleich Wiese, seht ihr ja. Und wir haben hier kostenfrei gestanden. War ganz angenehm. Ja, und extrem ruhig. Ja, total ruhig. Ihr seht, das Wetter ist nicht so besonders. Ja, aber nur noch heute. Genau. Ab morgen soll es hier wieder richtig schön werden und die ganze Woche auch richtig warm. Ja,
25 ja. Grad. Und deswegen werden wir uns jetzt mal ein Plätzchen suchen. Jetzt suchen wir erstmal da, wo wir letztes Jahr schon waren, ob wir da was kriegen. Und ansonsten müssen wir weiter gucken, wo wir dann einfach ja, die letzten 4 Wochen, sind wir jetzt schon unterwegs? Über 4 Wochen, gell? Ja, wo wir, fast 5. Genau, wo wir jetzt einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen, einfach ein bisschen relaxen, ein bisschen Urlaub machen. Und dann nehmen wir euch ein bisschen auch mit, aber nicht jeden Tag. Also bleibt dran, mal schauen, vielleicht finden wir ja noch was Spannendes unterwegs. Und ja, was, na, jetzt hatten wir ja Ruhe. Also wir haben viel gearbeitet, das muss man schon auch dazu sagen. Also es hat gestern geregnet, das ist halt so ein typischer Arbeitstag dann für uns. Video geschnitten und eher arbeiten, also von daher haben wir das auch gut genutzt. Ja. Und haben hier auch total viele nette Leute getroffen. Auch, also es war wirklich richtig lustig. Ja. Sind auch viele Schweden unterwegs? Ja, jetzt sind sehr viele Schweden unterwegs, das stimmt. Also so 80% der Wohnmobile hier sind Schweden. Das stimmt, ja. Und gestern stand man hier noch so eingekeilt zwischen großen Fahrzeugen. Unser Auto wurde auf einmal zum Zwerg, der Hugo war so klein. Ich bin gestern mit der Emma unterwegs gewesen und kam dann so zurück und sehe unseren Hugo und denke mir, ich weiß gar nicht, was die Leute immer haben, die sagen, unser Auto ist so groß. Ja. Wir standen zwischen Morello, zwischen einem ganz Phoenix. Langen ja, also Phoenix. Also es war und alles vorhanden hier auf dem und Parkplatz. Und ich denke mir, ach, ist er ordentlich, unser Hugo. Hm. Da war er richtig niedlich und klein. Hm. Ja. So, dann wollen wir mal zusammenpacken und dann geht's los. Ja.